Niedersachsen zugehörig, als dem Ort, als dem Land, wo meine Eltern herkommen. Sie als mein Landesvater möchte ich als Ihr Kind Sie bitten, dass Sie meine Stimme sind für die Bundesregierung. Wir möchten helfen. Das hier ist zwar alles wunderschön, aber sogar bei der Organisation dieser ganzen Sache ist einiges leider in Vergessenheit geraten. Das ist auch nebensächlich, aber das hier ist alles nur ein Tropfen auf dem heißen Eisen. Wir möchten helfen, wir möchten die Menschen hierher holen, unbürokratisch bitte, dass wir sie hier vorübergehend bei uns zu Gast haben. Wir möchten denen helfen, dass sie wenigstens kurz vorübergehend über ihr Traumata hinwegkommen. Und dafür möchten wir sie bitten, dass Sie das an den Herrn Scholz und an Herrn Steinmeier weitergeben. Ich weiß, dass diese beiden Herren zwar nicht ausschlaggebend sind, um da eine Entscheidung zu fällen, aber wir möchten erhört werden, ganz einfach. Es ist für uns sehr wichtig, diesen Menschen wirklich zu helfen. Denn es ist sehr schön, hier werden die LKWs gepackt, nicht nur hier aus ganz Europa, aber kommen die tatsächlich dort an. Es hat ungefähr 3 Tage oder 3,5 Tage gedauert, bis man zu der Provinz Hatay gekommen ist. Hatay ist inzwischen unter Schutt und Asche. Da sind Tausende von Menschen gestorben. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie das gesehen haben. Wir haben im Vorfeld ganz viele Anregungen gesammelt und ich bin mich heute als Vertreterin der türkischen Gesellschaft gestellt. Unsinniges Leid geworden ist. Wir haben einfach den Eindruck, dass die Hilfen nicht frühzeitig dort ankommen. Und wir möchten eben aktiv werden und haben 2 konkrete Forderungen und Wünsche an Sie. Es fehlt an Mitteln, wir brauchen Geld, um diese Hilfsgüter frühzeitig in die Türkei zu bringen. Man kann es auch über kürzeren Weg, über den Flugweg, wenn es Möglichkeiten gibt, bin ich mir sicher, dass du das prüfen wirst. Dafür werden wir dir sehr dankbar, weil hier ganz viel gesammelt wird, ganz viel koordiniert wird, ganz viel auch entsprechend gelagert wird. Aber es muss einfach vor Ort sein und die Menschen, die Kälte tut noch den Rest. Und zusätzlich gab es die Bitte, dass eventuell Niedersachsen ein Kontingent schafft für Menschen, die dort sehr viel Leid erleiden, die momentan sich selber nicht verpflegen können oder der Staat kann es einfach nicht aufgrund der ganzen Masse, ob es doch Niedersachsen die Möglichkeit gewährt, in Zusammenarbeit mit Selser Pflegedienst. Und Pflegedienst-Medica. Richtig, das war ein Kontingent. Ebenso und ganz vielen weiteren Organisationen, dass man ein Kontingent schafft und sagt, wir bringen 100 Menschen nach Hannover und die Versorgung und die finanzielle Versorgung vor allen Dingen, dass das aber auch nicht das Land tragen muss, sondern eben, dass da Freiwillige zur Verfügung stehen. Ich habe heute mit der SPD-Ratsfraktion telefoniert und die stellen auf jeden Fall Mittel zur Verfügung, um eben den Transport zu sichern. Aber das Land ist natürlich stärker und wir wünschen da aktive Unterstützung. Ich danke Ihnen. Danke schön. Dazu habe ich das gesagt, was wir jetzt ganz konkret tun, was allerdings immer noch heißen kann, hinwirken. Denn so wie die Dinge liegen und wie ich sie verstanden habe, ist das nichts, was die niedersächsische Innenministerin oder der niedersächsische Ministerpräsident entscheiden kann, sondern da müssen wir schon in Berlin fragen. Aber ich bin ganz sicher, dass überall aus ganz Deutschland entsprechende Fragen dort gerade in diesem Sinne ankommen. Liegt ja auch auf der Hand. Das zweite Thema, es ist ja wirklich auch hinreißend, wenn wir zu Autokonvois, an Autokonvois in den Regionen starten, aber wie Sie, glaube ich, mit Recht gesagt haben, es ist eben eine sehr, sehr lange Reise und wie es dann in der Krisenregion aufgenommen wird, das ist noch eine zweite Frage. Es ist mit Sicherheit, jedenfalls ist das mein Eindruck, wäre es besser, man könnte den Flugtransport nutzen, ja, das ist wichtig, und könnte dann auch im Rahmen eingespielter Regeln, die es ja zwischen Staaten gibt, dann auch darauf hoffen, dass die Lieferung möglichst schnell ankommt. Ja, also insofern, das ist das Thema, das ich glaube, das glaube ich im Moment noch interessanter ist. Können wir aus dieser Nähe zu Bundesdorf, können wir da auch ein wenig Nutzen ziehen für alles das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Bei der Gelegenheit. Bei
bei der Gelegenheit möchte ich uns ausdrücklich auch sagen, dass der Landesbeauftragte für Integration und Teilhabe, Dennis Kurku, bei uns ist, der selbst auch Freunde in der Region hat, Freunde der Familie. Also insofern können Sie davon ausgehen, dass auch in der Landesregierung selber dieser persönliche Bezug hat. Wir haben eben noch gefragt, bis wann wir davon ausgehen können. Ich kann es Ihnen immer nur sagen, so schnell wie möglich. Ja. Hier auch solche Situationen uns alle zusammenbringen. Hier in der Halle gibt es, habe ich gehört, mehrere Vereine, bis zu 80 wurde die Zahl genannt. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, wofür sich Niedersachsen auszeichnet, dass die Kulturen zusammenkommen und wir so gut zusammenarbeiten können. Unsere Helfer, die natürlich schon Erfahrung seit einem Jahr gesammelt haben, die sind auch dabei. Am ersten Tag, heute schon der dritte Tag, bis nach Mitternacht, 12:30, alles gezeigt, erklärt. Und wir freuen uns sehr, dass wir unterstützen können und wir werden das so lange tun, bis nötig ist. Das ist schon eine traurige Parallele, wenn ich das so sagen darf. Etwas mehr als einem Jahr jährt sich der Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und damals, in den ersten Tagen, wurde man mit ihnen zu wieder erklärt. Ja, die sind dann wieder hier, ne? Herr Wein, ich würde Sie gerne bitten, sich nochmal bei den Leuten wirklich ehrenamtlich tagtäglich von hier stehen auf der Matte, wo wir gar keinen Namen haben, die aber wirklich mit der letzten Kraft hier stehen und diese Pakete packen und solidarisch sich für die Menschen einsetzen, egal welcher Herkunft, welcher sexuellen Orientierung, welcher Nation, dass sie den Menschen nochmal diese Wertschätzung, die sie uns oder den Opfern geben, dass sie diese Wertschätzung nochmal gesagt bekommen. Weil wenn es von Ihnen kommt, wir sagen das zwar alle, wir bedanken uns immer bei Ihnen, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn diese Wertschätzung von Ihrer Seite nochmal verdeutlicht wird. Hier von 9, 3 Tage hier, 9, von 10 Uhr bis 24 Uhr arbeiten wir. Ich danke von meinem ganzen Herzen dem Peter und der weiß, wie das hier läuft. Und was, wie wir angefangen haben, wie wir erreichen haben und wie wir 250 Paletten fertig gemacht haben, Tag und Nacht. Also ich danke vom ganzen Herzen an jede Beteiligten, die das mitgemacht haben. Das ist eine Katastrophe, Alarm Rot. So etwas wird hunderte Jahre nicht geben. Und dafür sind wir alle da. Aber sammeln ist eine Sache, dahin zu bringen ist andere Sache. Jede Sekunde zählt. Was wir eingesammelt haben, möchte ich gar nicht sagen. Aber die Sachen müssen dahin. Ich brauche jetzt unbedingt ein Flugzeug, damit ich die Sachen rüberschicke. Und wie wir das hinkriegen, schnell wie möglich. Ich habe gestern mit der Turkish Airlines geschickt, aber das ist Passagiermaschine. Und die können nur 4-5 Paletten nehmen. Aber ich brauche eine andere Maschinen, 50, 60 Tonnen Maschinen, die alle Sachen wegbringen können. Wie können Sie uns helfen dabei? Wie gesagt, der schnellste und beste Weg wäre, wenn es möglich wäre, dass zum Teil der Transport über den Bundeswehr Flughafen Kunstdorf zu machen. Das ist mit Abstand die beste Lösung, die mir jedenfalls einfällt. Da werden wir schauen, was das geht. Vielen Dank. Ich brauche mindestens 10 LKWs. Das wird 30.000, 40.000 Euro kosten. Wie organisieren wir das auch? Dann kann das Land sicher. Dankeschön. Dankeschön. Warum gibt es das? Also noch ein Wunsch ist gekommen, noch ein Wunsch.
Da vielleicht auch noch was organisieren könnte, weil irgendwo sind dann irgendwann die Gehände unten. Ich denke mal, wenn wir da kommen, wahrscheinlich besser an. Dann als hier. Ich werde mal das zu geben. Okay, danke. Dankeschön. Dankeschön. Hat jemand irgendwas zu sagen noch? Und Transport. Bitte, Peter, kannst du noch Transport. Was sagen? Ich da ist er ja auch ein Weg. Hallo, einmal zuhören! Hallo! Einmal zuhören, bitte! Das ist der Innenminister Stefan Ray. Er möchte sich bei uns allen, bei unseren Brüdern und Geschwistern natürlich bedanken. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ruhe! Danke! Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für das, was Sie hier jetzt seit 3 Tagen leisten. Ich habe es eben gerade schon gesagt, wir sind alle wirklich unendlich betroffen von den Bildern, die wir aus dem Grenzgebiet Türkei-Syrien sehen. Und was die Menschen dort aushalten müssen, das können wir wahrscheinlich bei allem Entsetzen gar nicht persönlich nachempfinden. Umso wichtiger ist es aber, dass wir auch das tun, was wir tun können. Und Sie sind dafür ein besonders gutes Beispiel. Ich möchte auch nicht wissen, wie viele Stunden Sie jetzt hier schon zugebracht haben und was Sie das an Kraft kostet. Aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich für diese Arbeit bedanken. Und ich hoffe, Sie haben den Eindruck, dass Sie nicht alleine stehen damit, sondern dass ganz viele mithelfen. Also ganz herzlichen Dank bis hierhin. Ich bedanke mich auch an Stefan Weiß, dass er uns hier besucht hat und dass er auch mit uns mitfiebert, mitdenkt, was wir in der Türkei auch eigene Leute verloren haben. Und von hier weiß ich, dass die Enkel verloren hat, hier jemand. Und dass er uns besucht hat, mithelfen möchte. Und dann sein Herz ist, ich kenne ihn seit langem und er ist dabei und er möchte uns auch helfen. Und daher bedanken wir uns nochmal. Das Ganze wichtig. Das muss ich lassen. Ja, ich gebe mir Mühe. Wenn ich die wegkriege, also ich freue mich. Ich danke Ihnen auch. Ihr auch. Wunderbar. Das ist ja auch ein besonderes Wort. Sehr. Ja. Wenn gesammelt, die wünschen sich, dass das ganz schnell in der Kriegsregion landet. Und das versuchen wir morgen mal zu klären. Und viertens, es gibt den großen Wunsch, dass man Menschen auch aufnehmen kann aus der Region. Alles das versuchen wir zu klären. Julia macht mit ihm. Ja, das klären. Ja. Vielen Dank. Sie ist sehr hartnäckig. Ja, das ist gut. Das ist gut, dass sehr, ich sie habe. Sehr. Ja. Wie möglich auch da tatsächlich das Land zu unterstützen. Das ist in vielen Fällen dann eine Sache, wo wir insbesondere auch die Unterstützung beispielsweise der Bundeswehr berücksichtigen. Alles das müssen wir jetzt sehr schnell klären, denn die Situation in dem Krisengebiet ist ja unser Thema. Also nochmal die Frage, was haben Sie denn jetzt mitgenommen? Was nehmen Sie mit als Aufgabe? Aufträge, viele Aufträge, die beiden hauptsächlich Anliegen, die an mich gerichtet worden sind. Ist es möglich, zu helfen beim Transport von Spenden in das Krisengebiet? Das geht natürlich am schnellsten, wenn es möglich ist, einen Fliegerbus zu schicken. Und die erste Adresse in dieser Hinsicht ist womöglich an den Flughafen Wulstorf. Dort wird der gesamte Transport von Deutschland in die Türkei ausgerichtet, der zwischen den Staaten stattfindet. Aber das müssen wir eben sehen. Die zweite große Bitte, die an mich gerichtet worden ist, es ist möglich, dass man Menschen aus dem Krisengebiet hier aufnimmt. Es gibt viele Familien, die sind dazu bereit. Auch das ist etwas, was wir nicht aus eigener Zuständigkeit heraus entscheiden können, wo wir aber sehr schnell klären können, ob dafür eine Chance besteht. Das müssen wir in Berlin kennen.
hier zu sehen. Das ist wirklich zutiefst beeindruckend. Das sind ja in vielen Fällen Menschen, die selber durch ihre Familien oder die Freunde betroffen sind von dem Erdbeben und die jetzt gerade hier buchstäblich Tag und Nacht rackern, die in kürzester Zeit vieles auf die Beine gestellt haben. Eines ist mir noch wichtig, das alles geschieht mit tatkräftiger Unterstützung der ukrainischen Gemeinde, also von Menschen, die selber wissen, wie eine Katastrophe sich auswirkt.